Ja, hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Rot. Ja, Pokémon Rot. Eigentlich wollte ich ja Final Fantasy 13 aufnehmen, aber naja, ich hab da noch so meine Probleme gehabt. Mein Programm Unlead Video Studio ist dafür nicht so geeignet, weil das macht das Bild so dunkel, komischerweise. Ich muss dann noch in den Einstellungen irgendwie was ändern, ne? Ich muss gucken, ob ich... Geht auf jeden Fall demnächst weiter, hoffentlich. Ich schau gerade, ich brauche noch... Ne, brauche ich eigentlich nichts. Trank? Na, ja, doch, doch. Doch. Zwei Tränke können wir noch kaufen. Aber ich werde jetzt Pokémon Rot erstmal aufnehmen. Die eine Folge hier. Einfach, damit ihr was zu schauen habt. Ich werde mal gucken, wie lange ich die Folge machen werde. Bin ich mir selber noch unschlüssig, deswegen lasst euch überraschen. Also wird es erstmal demnächst erst einmal voraussichtlich weitergehen mit Zelda, Link to the Past, Oracle of Seasons of the German Player Zone und Pokémon Rot. Mit Grandia 2 habe ich eigentlich keine Probleme. Ich habe bisher bloß bei der Xbox 60. So dunkel ist. Ich muss gucken, dass ich vielleicht Grandia 2 aufnehme. Eine Folge endlich mal. Wird nämlich wirklich mal Zeit, dass ich da eine Folge raushaue. Das Intro, was ich ja gemacht habe, das ist schon eine ganz schöne Weile her. Naja. Ich schau mal. Und da ja WWE 12 sowieso jetzt... Ich sage jetzt nicht abgebrochen, aber... pausiert, sage ich mal. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann weitermache. Aber pausiert vorerst ist, werde ich... dafür halt Grandia 2 und Final Fantasy 13 laufen lassen. Weil Final Fantasy 13 war ja geplant, nee, warte, nochmal. Grandia 2 war als Ersatz für Final Fantasy 13 geplant. Naja, und leider ist es weder zu dem einen noch zu dem anderen gekommen. Und da WWE 12, ja, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen abgebrochen ist, nee, aber pausiert ist es ja eigentlich, wie gesagt, werde ich gucken, dass ich beide Projekte jetzt laufen lasse, sofern ich Final Fantasy 13 hinkriege. Naja, solange würdet ihr halt ein paar Emulatoren-Games sehen, hier Pokémon Rot, Zelda. Wenn ihr Bock habt, ich fahre jetzt mal. Nur, wenn ihr Lust habt, dann müsst, wenn ihr es von mir sehen wollt, kann ich euch aber auch noch ein drittes Game, Emulatoren-Game anbieten. Das wäre ein Hack wäre das. Zu Pokémon Schwarz und Weiß. Das Ding nennt sich World White und Blaze Black. Also, eins vorbei natürlich bloß. Werde ich dann mir, wenn ihr wollt, schreibt es in die Kommentare, ich kann das gerne tun, mal playen. Aber ich habe ja eigentlich schon noch genug Projekte am Laufen, deswegen muss ich da sehen. Falls ihr es jetzt nicht sehen wollt, sage ich jetzt mal grob, nur dann lasse ich es erstmal und warte erstmal, mache ich hier so reihweg durch. Mache ich erstmal Pokémon Rot zu Ende, dann suche ich mir ein neues Pokémon-Game raus, mache dort weiter. Also, so kann ich euch gleich mal erzählen, wie das hier ablaufen wird. Es wird quasi... Also jedes Spiel hat... Ich habe ja... derzeit, da ich jetzt mal 5 Games am Laufen. WWE 12 nicht mehr. Ich habe 4 Games am Laufen. Dragon Ball Z. Final Fantasy 13. Grandia 2. Und Zelda. Ah, ich habe mehr Zelda. Ich habe sogar noch mehr. Oh Gott. Ich kann nicht daran denken. Nee, auf jeden Fall wird das so ablaufen. Pokémon, ne? Wenn Pokémon beendet ist, wird es ein weiteres Pokémon-Game geben. Quasi als Nachfolgeprojekt für Pokémon Rot. Wenn Zelda beendet ist, Link to the Past,
gibt's dort als Nachfolgeprojekt irgendein anderes GBA-Game. Ich habe mir da schon überlegt, Sword of Mana zu Let's Play, ne? Sword of Mana. Habe ich auf dem WRT-Champ ein kleines Champ-Zock gemacht, könnt ihr euch gerne ansehen. Werde ich aber nicht verlinken, also das ist ja Blödsinn. Blödsinn, naja, auf jeden Fall. Da mal reinschauen. Nee, und nach Zelda kommen wir jetzt auf Mana. Dann haben wir Final Fantasy 13, danach wird 13 2 folgen. Na, ich sollte mal ein bisschen mehr durchgehen, sonst werden wir ja nie fertig. Nach Grandia 2 weiß ich noch nicht, was ich danach laufen lasse. Da weiß ich noch nicht, was da kommt. Wie gesagt. Ja, ich soll nicht zu WM sagen. Ja, boah, Mann, egal. Nach Dragon Ball Z wird es nicht Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi geben. Nein, das werde ich garantiert nicht let's playen, dieses Kack-Game. Sorry, ist echt ein Kack-Game. Ist meiner Meinung nach so, fertig aus. Ich werde mir überlegen, was ich danach tun werde. Ich weiß es echt noch nicht. Also muss man sehen, ne? Ist ja eh bald zu Ende. Auf der German Player Zone geht es dann auf jeden Fall nach Oracle of Seasons weiter mit Oracle of Ages. Ist ja sowieso klar. Das war ja sowieso von Anfang an für dort geplant, sage ich jetzt mal. Ich gucke gerade mal. Nach Skyward Sword, was jetzt garantiert noch ewig dauern wird, werde ich Twilight Princess wahrscheinlich nehmen. Ne? Naja, gut. Jetzt müsste ich eigentlich heute alles durch sein, weil nach WWE 12 war ja eigentlich WWE 13 so ein kleines Nebenbei-Projekt geplant. Vielleicht geplant. Was leider nun nicht mehr sein wird vorerst. Bei WWE 12 vorerst. Ich sage jetzt einfach mal pausiert ist, weil vielleicht geht's weiter. Ich will aber euch aber nichts versprechen. Ja, dann war ich eigentlich soweit alles durch. Wie gesagt, nach Pokémon kommen weitere Pokémon-Games und so weiter und so fort. Ich werde versuchen, jede Generation durchzumachen. Also, ich fange mit der roten an. Dann werde ich voraussichtlich eine andere Generation wählen. Ich weiß nicht, ob ich danach die goldene, also die zweite Generation nehme. Oder die dritte, die vierte oder die fünfte, da weiß ich noch nicht. Da bin ich mir auch noch nicht so hundertprozentig sicher. Werde ich aber spätestens dann sehen, wenn es läuft. Naja, gut. War eigentlich soweit. Ich sehe gerade, wir sind bei 8 Minuten, haben kaum was geschafft. Das ist nicht so schön. Das ist. Ja, dann werfe ich hier nochmal die Frage ein. Soll ich während des, so zum Beispiel bei Pokémon Rot und so weiter, Gold und Silber, also alles was für ein GBA ist, und währenddessen soll ich das speeden, also das hier. Soll ich das anwenden? Falls ja, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr das Video überhaupt bis zu diesem Punkt hier sehen könnt. Weil ich habe manchmal Probleme gehabt dabei, sich ein Video von mir anzugucken. Wollten sie es angucken, konnten aber ab 5 Minuten oder so ähnlich, ging es nicht mehr weiter. Ich hoffe, das hat sich inzwischen wieder gelegt, also mal sehen. Ihr könnt es mir dann in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, ob ich da was tun kann, aber mal sehen. Da weiß ich wenigstens, wer Probleme hat und so weiter. So ungefähr. Wie gesagt, reinschreiben, ob ich speeden soll, ob ich vielleicht vorlesen soll die Texte. Erstmal hab ich mir gedacht, mache ich es nicht, weil, naja, bei Pokémon Rot ist es nicht gerade spannend, das Zeug alles vorzulesen. Ist zwar nicht viel Text, aber Spannung ist da auch nicht wirklich drin. Ne? Weil man kennt die Texte ja, wer Pokémon gespielt hat. Also, naja, braucht man eigentlich nicht wirklich. Es ist einfach, schreibt es in die Kommentare. Ich frage euch einfach mal, soll ich es vorlesen? Soll ich speeden? Halt, schreibt es einfach. Sagt mir Bescheid.
irgendwas. Oder soll, ob ich sonst irgendwas anderes machen soll. Müsst es mir gerne sagen. Ihr könnt mir auch gerne, werfe ich jetzt auch mal hier in den Raum. Also in den Raum. In den Raum werfen wir mal. Ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt mir auch Vorschläge machen. Wen soll ich ins Team holen? Wobei dann Dinge wie Geo, Watts, Macho Mai, das wird ein bisschen schwierig, weil ich kann mit meinem Emulator leider diese Pokémon nicht entwickeln. Ich könnte quasi, aber nee, eigentlich nicht, aber ich kann ein Cheat, könnte einen Cheat benutzen, womit ich dieses Pokémon direkt fange. Wie Macho Mai, Simsala. Sind ja nur, der ersten Generation sind ja plus 4 Pokémon, da war es Macho Mai, Simsala, Gengar und Geowatz. Das waren diese 4 Pokémon, die man nur durch Tausch erhalten kann. Ich könnte quasi, müsste ich natürlich nochmal die Cheats wieder raussuchen, über den Action Replay Codes hier bei beim Emulator könnte ich dann quasi die einstellen und dann quasi die im wilden Gras fangen, aber habe ich eigentlich nicht vorgehabt zu benutzen. Ne? Naja. Je nachdem, was ihr gerne für Pokémon im Team haben wollt, könnt ihr mir gerne vorschlagen. Die Auswahl steht eigentlich zwischen allen 150 Pokémon, die, oder beziehungsweise zu allen Pokémon, die quasi in dieser Edition verfügbar sind, nenne ich jetzt mal, weil manche kann ich nur dort fangen, manche nur dort fangen. Ich glaube, mit Vulcano und Vulpix ist das zum Beispiel so. Wenn ihr wollt, dass ich Vulcano fange, dann weiß ich nicht, ob das geht und das muss ich dann halt sehen. Ich werde natürlich zwischendurch trotzdem Pokémon fangen und naja, ihr entscheidet dann halt, wen ich ins Team nehmen soll. Wer am Ende, welches Team dann am Ende stattfindet. Welches dann quasi gegen Top 4 reinkommt, sage ich jetzt mal grob. Wollt ihr zum Beispiel, dass ich Turtok nehme? Zum Beispiel dann schreibt es dann halt und so weiter. Ist halt, ja, sind mal große Sachen dazu, es ist. Naja, ihr könnt halt über das Team entscheiden, fertig aus. Außer natürlich beim Starter, da gibt's natürlich, geht natürlich nicht. Ich habe jetzt den Shushiki genommen. Ich hätte natürlich sagen können, hier entscheidet euch für einen Starter. Welches wollt ihr nehmen? Naja. Ist leider nicht so weit gekommen, weil das, da hätte ich den Part ja 5 Minuten machen sollen, oder 2 Minuten oder so ähnlich, dann hätte ich schon wieder ups, den Part beenden müssen oder so ähnlich. Das ist ja natürlich ein bisschen doof. Und Nidoking, was, also ich habe ja gerade immer Nidorino auch noch im Team. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob es im Team bleibt, weil, wie gesagt, so könnt ihr ja alles im Prinzip entscheiden, weil, wenn ihr wollt. Wenn ihr natürlich keine Auswahl trefft, wenn ich nichts kriege, dann werde ich natürlich mein Team selber irgendwie zusammenstellen, ist klar, aber naja. Auf jeden Fall, ich sag's oft genug, ihr könnt entscheiden, wen ich ins Team nehmen soll. Ja, gut, das war's jetzt einmal. Hier werde ich dann nochmal speeden bei der Schwester Joy. Hier, der Typ hier, der verkauft dein Carpato für 500, nee, lass das, für 500 Pokédollar. Ja. Ich habe mal privat hier ein Spielchen angefangen bei Pokémon Blau, da habe ich das gekauft und das Gyarados war übermächtig am Ende. War richtig geil, das war richtig heftig, das Gyarados. Naja. Soll ich es kaufen oder nicht? Frage ich euch hier auch wieder mal. Ja, so viele Fragen in diesem Part, ja. Soll ich es kaufen oder nicht? Lass ich euch entscheiden. Fertig aus. Wollen wir nicht lange drüber diskutieren. Lassen wir das. So, wir gehen jetzt weiter in die Höhle hier. Naja, es. Ich habe eigentlich so gut wie jetzt alles schon wieder gesagt. Eigentlich. Der Part ist immer noch nicht zu Ende. Ja. Ich guck mal, dass ich den Mondberg noch hier schaffe in dem Part. Aber das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. TM12 ist, glaube ich, die Aquaknarre gewesen. Die brauche ich aber nicht. Zumindest nicht für Shillock. Hier ist noch ein Trank. Ja. Wie gesagt. Was gibt's noch? Was könnte ich euch noch erzählen? Ich werde das natürlich immer so halten, dass ich euch entscheiden lasse, was für Pokémon ich im Team nehme. Es kann natürlich auch passieren, dass ich sage, ich fange jetzt hier dieses Pokémon zum Beispiel. Das kann ich natürlich jetzt nicht fangen, hier Hornlio zum Beispiel, aber. Ja, ich fange jetzt dieses von Leo, dann frage ich euch, soll ich es ins Team nehmen am Ende? Soll ich ein Biber am Ende im Team nehmen? Ins Team nehmen, oder? Soll ich das und das tun? Soll ich es links liegen lassen? Soll ich es in die Box schmeißen? Soll ich es ignorieren? Soll ich
Soll ich gar nicht erst fangen? Obwohl, das ist blöd, wenn ich es fange, ich sie fange. Nee, egal, auf jeden Fall. So eh das ablaufen. Ihr entscheidet quasi über Steam. Finde ich, ist eine coole Aktion, also. Ja. Wäre schön, wenn er entscheidet. Egal. Ach, ich kann nochmal auf Champ Zock zu sprechen kommen. Naja, da kommt letzter Zeit überhaupt nichts gerade, weil Champ Zock, weil ich habe einfach keine Idee, was ich für ein Spiel nehmen soll, weil ich habe auch keine Vorschläge derzeit. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Jetzt werde ich mal kurz mal speeden hier, weil das dann doch ein bisschen langfristig ist. Nee, auf jeden Fall. Ja, egal. Blablabla. Weil ich habe einfach keine Ideen. Ich weiß nicht, welches Spiel ich nehmen soll. Ich habe alles, was mir eingefallen ist, habe ich schon durch. DS-Games möchte ich nicht nehmen. Ich möchte bei Game Boy Advance und SNES bleiben. SNES? SNES, nicht NES. Naja, dann, wie gesagt, schreibt mir irgendwo auf meine Kanäle, in die Kommentare, in als PN, als sonst was, egal, irgendwie, teilt es mir irgendwie mit, was für ein Spiel ich mal anzocken sollte, gut Deutsch, bei Champ zockt. Fertig. Punkt, aus, fertig. Ja, dann haben wir meine Gameplays. Da war geplant ein Pokémon Battle Revolution Gameplay und ein Crisis 2 Gameplay. So, Punkt. Leider gibt's da zwei Probleme. Beide Spiele sind nicht mehr in meinem Besitz. Ich habe weder... gut, Pokémon Battle Revolution habe ich damals verkauft, weil ich... Ich habe 5 Spiele weggegeben für ein Spiel. Ja. Und dabei war halt Battle Revolution. Habe ich halt mitverkauft. Habe ich es meist so für 11 Euro oder so ähnlich. Egal, auf jeden Fall. Habe ich dann für 5 meiner Spiele verkauft. Und dafür habe ich dann Tales of Hesperia bekommen. Sehr geiles Game, finde ich. Kommt, wird auf jeden Fall noch Let's Play. Da ich euch gleich mal vorweg. Vielleicht mache ich jetzt auch irgendwie anders mal sehen. Auf jeden Fall... So, deswegen kann kein Battle Revolution mehr. Pokémon Battle Revolution kommen. Und das Spiel hat mir sowieso an sich gar nicht gefallen, weil dieses Konzept, dass du quasi deine Pokémon an... am DS, quasi in deiner DS-Edition, quasi... erst hochleveln musst, sage ich jetzt mal, auf ein hohes Level bringen, damit die auf dem... in dem Wii-Game... auch irgendwie was bringen, sage ich jetzt mal grob. Zum Beispiel, du musst quasi, wenn du, sag ich mal, ein bestimmtes Team haben willst, brauchst du quasi, um auch in Battle Revolution gut klar zu kommen, brauchst du quasi selber auch ein DS-Game. Du brauchst quasi entweder Diamant, Perl, Platin, Hardcore oder so selber. Die sind aber immer wichtig, um in den vollen Spielgenuss des Games zu bekommen, sage ich jetzt mal. Ist jetzt... finde ich ein doofes Konzept, finde ich, sage ich gleich, weil du musst quasi am DS musst du quasi ein gewisses Team gebildet haben, sage ich jetzt mal grob. Nicht musst gebildet haben, sondern du kannst quasi sagen, du kannst quasi deine Pokémon quasi übertragen, die du hast im Spiel. Auf das Wii Game, sage ich jetzt mal. Also ist es. Du kannst sie übertragen. Nur leider bleiben die bei dem Level, wie sie sind, sage ich so wie das ist. Die sind quasi, die werden zwar, dann wird zum Beispiel im du hast da so einen speziellen Modus, dieses Kolosseum-Modus ähnlich. Kannst dann kämpfen mit deinem Team, was du dir selber zusammengestellt hast durch deine Pokémon aus der Edition. Wenn aber diese Pokémon Level 10 waren und vielleicht nur die Attacken drauf haben, Tackle oder so ähnlich, werden die zwar, sage ich mal, die Pokémon werden glaube ich auf Level 50 hochgeschmissen, ich bin mir nicht ganz sicher, habe ich lange nicht mehr gemacht, die werden zwar auf das Level, auf das Level geschmissen, wie es eigentlich... Nee, das wird nicht gemacht. Das wird so, es bleibt sogar so. Was zwar sehr gut ist, aber wiederum dann auch wieder scheiße ist, weil du musst quasi in der Kollision hast du zum Beispiel Level 50er Pokémon, sagen wir mal. Da ging ja Level 50 Pokémon. Pokémon Level 50. Die sind Level 50? Und deine Pokémon sind gerade Level 10. Wenn man den Radfratz jetzt zum Beispiel mal als grobes Beispiel. Naja, das bringt ja natürlich nicht. Wie willst du mit dem Radfass Level 10 in
jetzt sage ich mal grob, in Beat Flow Level 50 besiegen. Ja. Das macht dich schlecht, das schaffst du nicht. Selbst wenn es hochgelevelt ist, Level 50, kannst du mit einem Radfahrt kein Beat Flow besiegen, weil es hat halt Grundwerte, die einfach nicht. Das halt wenn ich schaffen, weil ich habe was vergessen, merke ich gerade. Ich werde das mal kurz hier ein bisschen speeden. Ich muss hier rein erstmal. Ja, und das ist halt Kacke, sage ich jetzt mal. Also, das ist halt von Pokémon so einfach, sondern. Nee, ist einfach Kacke, dass du quasi. Oh, ist egal. Also, du musst quasi an der Edition, sage ich jetzt mal, gespielt haben, ein gewisses Level erreicht haben bei den Pokémon, dass du, sag ich mal, mithalten kannst. Du hast zwar auch vorgefertigte Pokémon in der Edition, aber die kannst du die Tonne drehen, sage ich jetzt mal. Die sind zwar auf das angepasst, auf dem Level angepasst, aber. Na, beim besten Willen, die Pokémon, die quasi geschenkt bekommst, sage ich mal, um überhaupt das Spiel spielen zu können, ne, auch ohne Edition, die sind. Vergiss es, die kannst du. Nee, das wird nix. Die sind. Kacke sind die. Die können, die haben nichts drauf. Zumindest kann ich mit denen einfach nicht umgehen, sag ich mal. Ich meine, es ist so, ist auch gut, dass du, sag ich mal, wenn du Pokémon selber trainiert hast, haben die auch diese speziellen Werte, sage ich jetzt mal, die du dir vorgeschrieben hast, sag ich mal, die dir gemacht hast, die dir gegeben hast. Und dann kommst du natürlich auch mit denen besser klar, weil du das hast halt selber zusammengestellt, sage ich jetzt mal. Du weißt, welches Pokémon gegen welchen Typ von Pokémon einsetzt, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel, wenn du hast ja einen Gesteins-Pokémon-Trainer, da weißt du, du brauchst Pokémon vom Typ Wasser. Grob geschätzt, größtenteils. Natürlich musst du nicht unbedingt jetzt ein Pokémon-Typ Wasser haben, solche Shigi, sondern du kannst auch ein Pflanzen-Pokémon, was eine Wasserattacke kann, was jetzt eher nicht funktioniert, sage ich jetzt mal. Was natürlich, es funktioniert natürlich nicht, aber es ist einfach so. Du kannst quasi, du musst eine Attacke vom Typ Wasser, zum Beispiel in dem Fall, um gegen den Gesteinstrainer zu bestehen. Sag ich jetzt mal grob. Ja. Aber im Prinzip, ich bin ja einer, der nicht so oft, sag ich mal, der quasi sich nicht Stunden hinsetzt und Pokémon zockt, der Pokémon am Stück durchzockt, sag ich jetzt mal so grob. Ich setze mich vielleicht mal eine Stunde hin oder so ähnlich und zocke mal eine Runde Pokémon, weil ich Bock habe gerade drauf. Dann war's das schon wieder. Das sind Pokémon vielleicht gerade mal so. Lass mich lügen. Level 10, wenn du schnell bist. Und hast aber auch kaum was erledigt, sage ich jetzt mal grob. Das bringt dir aber am Ende quasi nichts. Weil dann brauchst du ewig, um in Battle Revolution, sage ich mal, überhaupt irgendwas zu erreichen. Naja, ist einfach so. Brauche ich nicht mal groß weiter zu erzählen. Ich wollte eigentlich noch auf Crysis 2 zu sprechen kommen. Es ist. Naja. Auf jeden Fall ist das System blöd gemacht, sage ich mal. Dass die Pokémon, die du vorgeschrieben bekommst, nichts wert sind und du musst quasi ein Hardcore-Pokémon-Zocker sein, um überhaupt irgendwie bei Battle Revolution irgendwo Land zu sehen, sage ich jetzt mal. Und online, das will ich gar nicht erst von Anfang. Das kannst du so reden. Mein Tipp für euch hier nebenbei, online, setzt niemals diese vorgefertigten Pokémon ein. Die sind einfach, da kommst du online überhaupt nicht mit klar. Das kannst du vergessen. Okay, dann war's das hier mit Pokémon Revolution. Habe ich nicht mehr, kann ich ein Game mehr zubringen. Bin ich auch froh drüber. Egal. Nee, kommen wir zu Crysis 2 zu sprechen. Ich sehe gerade hier, mein Kabel ist ein bisschen doof angeordnet. Deswegen muss ich ein bisschen verlegen hier. Kabel verlegen. Ha, ha, ha. Ja. Habe ich irgendwas? Doch, Crysis 2. Ich kann es noch dreimal sagen, Crysis 2, oder? Egal. War ja auch ein Game mehr geplant. Hat sich sogar jemand gewünscht. Leider muss ich euch da leider wieder enttäuschen. Denn ich kann dieses. Oh, sehe gerade. Weil ich kann dieses Game leider nicht mehr anzugucken für euch. In ein Gameplay, weil ich hab's nicht mehr. In dem Fall wurde es aber nicht von mir verkauft, sondern von einem lieben, netten Familienmitglied. Ich habe auf Facebook geschrieben, wer es war, aber
Es war ein liebes, nettes Familienmitglied, der mal meinte, er müsste das Game mal, weil er aus Jux und Laune, ohne mich zu fragen, nehmen und verkaufen, weil er Geld brauchte für irgendwas. Naja. Ist scheiße, da kann man nichts gegen machen. Ist halt so, ich habe ihm schon tausendmal gesagt, er soll es nicht tun, aber hat es doch noch gemacht. Also, naja, was will man groß sagen? Mehr als reden kann ich nicht. Ich kann ja nicht auf die Fresse hauen und sagen, lass es endlich. Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Das kann man nicht bringen, ja. Naja, auf jeden Fall. Crysis 2 geht leider nicht mehr. Ich bin ja froh, dass ich wenigstens nochmal Assassin's Creed Teil habe. Brotherhood und der 1. Da bin ich ja noch froh drüber. Das werden wir mal speeden, weil das sonst ewig dauern würde hier. Level 20. Ne? Scheiße. Ja. Komm, sei vergiftet! Jetzt hab ich. Jetzt werde ich erstmal einen Trank einsetzen, weil das sonst überhaupt nichts mehr wird. Halt! Ja, egal, komm! Zack! Zack! Ha, da hat doch wenigstens was gebracht, Silberblick. Ne, hier setze ich lieber Schildock wieder ein, weil das ist dann. Das geht dann um einiges besser. So. Ja, Crysis 2 nicht mehr. Und ich habe ja. Wer Dailymotion bei mir verfolgt hat auf meinem Dailymotion-Kanal, habe ich ja Duke Nukem Forever. Für dies geht leider dasselbe wie für Crysis 2. Das geht leider nicht mehr weiter, das ist abgebrochen. Ich habe auch schon ich habe auch bei Dailymotion schon reingeschrieben, dass es nicht mehr kommt, weil so und so halt. Ich habe es halt reingeschrieben. Naja. Geht halt nicht weiter. Kann man nichts ändern. Ich muss mir was Neues überlegen. Obwohl ich für Dämon wahrscheinlich erstmal nichts mehr mache, weil ich da noch am Schlüssel, was ich mit dem Kanal überhaupt mache. Ich lasse erstmal die Videos, da sind diese vier Videos dort stehen. Naja. Könnt ihr ab der Freude an dem am Angucken dieser Videos, drei Videos wenigstens, wer Bock hat, sich Duke Nukem reinzuziehen, die drei Parts. Sind alle um die eine Stunde lang. Könnt ihr gerne reinziehen. Und nebenbei habe ich noch ein kleines anderes Video. Was ihr natürlich nur angucken könnt, was, wenn ihr angemeldet seid, leider. Oh, ich denke, ich komme in Bedrängnis. Ich bin ja froh, dass dies keine Nuzlocke-Challenge ist. Hahaha. Ha! Habe ich noch einen Äther? Da kann ich wenigstens Hornattacke wenigstens wieder... Äther, ja. Kann ich meine Hornattacke wenigstens wieder auffüllen, ne? Mache ich noch gleich noch. Ne, auf jeden Fall geht halt nicht weiter. Mein Video habe ich ja auch noch. Na, die Mario Hex, die kann ich ja spielen alle jederzeit. Die Mario Spiele und so weiter. Ich habe bloß derzeit momentan überhaupt keinen Bock auf Mario, weil ganz ehrlich. Jump. Irgendwo langlaufen und rennen, das ist. Nee, das macht irgendwie. Das hat mir keinen Spaß. Ich war sowieso noch nie wirklich Fan von Mario, sage ich euch. Naja. Sind geil, sind super schöne Spiele. Vor allem die alten Marios, Mario World, Mario Bros. Mario Bros. Wii ist auch so ein schönes Spiel. Aber diese Sunshine 64, wie sie alle heißen, na, die sind nicht so. Na, die gefallen mir nicht so besonders. Ich mag dieses Prinzip an Sterne sammeln einfach irgendwie nicht, sage ich euch ganz ehrlich. Ich mag dieses Prinzip nicht. Mario ist für mich, du rennst von A nach B und hüpfst nebenbei mal so auf Monster drauf und beendest dann die Level, sag ich mal. Du hast quasi ein gewisses Level, wo du sagst, wo du von A nach B rennen musst. Vielleicht zwischendurch mal. Oh, die Attacke daneben. Vielleicht nebenbei mal. Sag ich mal, vielleicht zwischendurch mal so kleine Münzen sammeln, so spezielle Münzen. Ne? So ähnlich wie Mario Bros. Wii. Oder halt jetzt das neue. Wie heißt das? Super Mario. 3D-Land, genau, 3D-Land, das ist auch noch ganz cool. Aber diese alten Mario-Teile, die gefallen, diese ganzen neumodischen 3D-Marios hier, sammeln so und so viele Sterne, also, Aufgaben, das gefällt mir irgendwie ganz und gar nicht. Das war auch einer der Gründe, warum ich damals auf WRC-Champ habe ich ja... In Sunshine wollte ich ein 100% Sunshine-Let's Play machen. Gameplay oder sowas daraus. Das Spiel hat mich nach einer gewissen Zeit sowas von dermaßen angekotzt. Ich habe es erstmal links liegen lassen. Es liegt noch in meinem Regal. Vielleicht später mal kein 100% Run mehr, aber... Naja, es ist... besser, so sage ich jetzt mal grob. Es gefällt mir einfach so besser.
Gefällt mir, gefällt mir, Mann, was sag ich denn, was rede ich denn da? Es gefällt mir absolut nicht momentan. Ich habe momentan überhaupt keinen Spaß an Sunshine oder an irgendwelchen, an Mario Galaxy habe ich überhaupt keinen Bock gerade derzeit dran. Keine Lust. Bin momentan eher so in dem Pokémon-Fieber, sage ich jetzt mal. Ich sehe gerade, wir sind bei 30 Minuten, wir können dann langsam den Part hier beenden und habe wieder nur Scheiße gelabert, die mir nichts bringen. Wir sind kaum ein Stück weitergekommen. Wir haben es nicht mal bis zur 10. Arena geschafft. Wir haben gar nichts erreicht in diesem Part. Naja, was will man machen? Ist ja schließlich jetzt Play. Hier geht es ja eher darum, dass ich was labere und versuche, möglichst weit zu kommen. Ich wollte dieses Game eigentlich so schnell wie möglich hinter mich bringen, weil das ist ja eigentlich recht kurzes Game ist. So. Denkt dran. Teamvorschläge möchte ich haben. Ja, lieb von euch, Teamvorschläge. Vorschläge für Champ Zockt. Könnt ihr die ganzen Vorschläge überall, ihr müsst die unbedingt in die Kommentare unterschreiben, sondern ihr könnt überall, schreibt mich überall an. Facebook, Twitter, könnt ihr auf Twitter antwittern und fragen und sagen, spiel doch mal das hier. Also, egal, auf jeden Fall. Vorschläge, Verbesserungsvorschläge wären nett. Teamvorschläge. Vorschläge für Champ Zockt. Ob ihr den Pokémon Blaze Black Hack, das Worldwide Hack sehen wollt. Danach, währenddessen, nebenbei jetzt noch reingeschmissener. Ja. Jetzt habe ich hier wieder noch eine letzte Entscheidungsfrage. Ich werde natürlich nicht alles in die Runden im Video schauen, egal. Wir machen es kurz und schmerzlos. Wir haben ja zwei Fossilien. Eins darf ich mir aussuchen. Und ich und ihr dürft mir sagen, welches ich davon nehmen soll. Macht mir Vorschläge. Wir haben hier das Helix-Fossil. Daraus wird später ein Ammonitas entstehen. Könnt ihr gerne nachgoogeln, Ammonitas. Google Wiki hier. Irgendwo. Ammonitas halt. Das ist so eine schneckenartiges Pokémon halt. Urzeit-Pokémon oder so, wie es sich schimpft. Und wir haben hier noch... Hoffentlich übersteuere ich nicht. Wir haben hier das Dom-Fossil. Da kommt ein Kabuto raus. Keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Das ist eher so ein Panzertier, nenne ich jetzt mal. Googelt's. Ich weiß, ich kann euch das nicht erklären. Ihr entscheidet jetzt, welches von ich von diesen Pokémon nehmen soll. Fossil nehmen soll. Domfossil oder Helixfossil. Ihr entscheidet. Punkt aus. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Schaut beim Nintendo 3DS Gamer vorbei. Dann mache ich Playthroughs von allen möglichen Pokémon Games. Momentan laufen drei Pokémon Games. Fertig aus. Nintendo 3DS Gamer 22 XD, nicht Nintendo 3DS Gamer. Nintendo 3DS Gamer. Den gibt es nämlich nochmal auch auf YouTube. Das bin ich natürlich nicht. Das ist irgendein Amerikaner, der sich den Namen natürlich vorher ausgesucht hat als ich. Ist klar, aber... Ich werde kaum was mit dem Schwein... Egal! Ihr entscheidet diese ganzen Fragen, die ich gerade erzählt habe. Ich merke, ich habe das zigmal erklärt. Egal. Jetzt ist gut hier. Jetzt mache ich hier Schluss. Ciao. Entscheidet. Feedback, bla bla bla. Das Übliche halt. Man sieht sich. Auf Wiedersehen. Ciao.